Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Heute ist der... Ich hoffe, man hört das Telefon nicht. Wer noch nicht auf meinem Kanal war, willkommen Professionalität. Heute ist nach über 4 Jahren der Tag gekommen. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich meinen echten Namen auf diesem Kanal revealed. Und heute ist es auch Zeit, dass diese Maske fällt. Nun, ich hoffe, euch ist klar, dass ihr nicht zu viel erwarten solltet, vor allem, weil ich seit einer Ewigkeit nicht beim Friseur war, aber im Moment ist Lockdown, da komme ich auch nicht hin, also ignoriert meine Haare. Also, der Zeitpunkt ist gekommen. Das Gesicht hinter Günther aus der Dönerbude. Mal gesehen, wie ich das episch weggeworfen habe. Ich hoffe. Hallo, ich bin's. Ich habe jetzt keine Ahnung, was ihr erwartet habt. Vielleicht so ziemlich genau das. Vielleicht was ganz anderes. Das müsst ihr wissen. What the fuck war das gerade für eine Umsetzung? Ich mache solche Videos immer ungeplant. Und was zum Fick habe ich gerade gemacht? Ich bin gerade nur froh, dass ich meine ursprüngliche Idee verworfen habe, mir unter die Maske eine Unterhose auf den Kopf zu setzen. Ja. Das ist mein Face Reveal. Das ist mein Gesicht. Falls ihr es nicht seht, hallo. Das war, glaube ich, creepy. Ja, der Face Reveal nach über 4 Jahren YouTube. Warum habe ich mich jetzt letztendlich entschieden, das zu machen? Erst einmal, die Maske ist zwar lustig und ich werde sie auch weiterhin hin und wieder nutzen, aber eher so als Gimmick zwischendrin. Es hat mich immer ein bisschen demotiviert von Facecam-Videos, muss ich sagen, dass ich eben mit der Maske dann die machen musste, denn... Einerseits hatte ich dadurch eine deutlich schlechtere Sicht, das ist relativ klar, auch so Sketch-Videos wie Sev an Weihnachten. Es gibt auch viele Videos, die ich überhaupt nicht machen konnte ohne Maske, weil man dafür mein Gesicht sehen musste. Zum Beispiel wird bald ein Video kommen von einem... Och, ihr könnt selber versuchen zu schätzen, worum es gehen wird, aber... Es wird großartig! Und deswegen habe ich mich jetzt letztendlich entschieden, mein Gesicht mal zu zeigen. Alter, meine Scheißhaare. Ich freue mich drauf, wenn die Friseure wieder aufmachen. Und ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ihr merkt, ich plane das alles sehr gut. Das ist gerade auch ein bisschen seltsam für mich, weil es ist vielleicht verständlich. Ich meine, über 4 Jahre habe ich diesen Kanal jetzt. Und ihr wusstet nicht, wer das Gesicht hinter all den Hörspielen und Let's Plays, Musik, hinter einfach allem ist. Und jetzt sitze ich auf einmal hier zum ersten Mal ohne meine Maske am Start? Das ist einfach ungewohnt. Was auch, das ist natürlich eher so ein bisschen Träumerei, was bei mir eigentlich relativ häufig ist. Ich bin oft so drauf. Ich habe mir schon öfters gedacht, was ist... Wenn ich irgendwie manche von euch Zuschauern, regelmäßigen Abonnenten, eigentlich regelmäßig sehe, keine Ahnung, im Schulbus oder sowas, aber wir wissen einfach nicht, dass, ihr wisst nicht, dass ich dieser Typ bin. Und ich weiß natürlich auch nicht, wer ihr seid. Das denke ich mir auch manchmal. Und sowas, solche Vorstellungen hören an dieser Stelle wohl auch auf. Denn jetzt wisst ihr, wenn die Beleuchtung nicht irgendwie auf einmal deutlich schlechter ist als im Test, lol, wie ich aussehe. Ich würde sagen, ich nutze dieses Video jetzt einfach noch, um ein, zwei anderen Sachen zu erzählen. Was ich ganz oft gefragt werde, natürlich im Moment, Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 5. Geduld, Leute. Ich sitze dran, ich bin relativ weit, ich bin ungefähr bei der Hälfte der Geschichte, würde ich sagen.
Und sobald sie fertig ist, werde ich euch auch einen Trailer geben, wann sie beginnen wird. Ich bin optimistisch, dass es noch in der ersten Jahreshälfte dieses Jahr stattfinden wird. Also einfach ruhig bleiben, lasst mir ein bisschen Zeit. Wir wollen alle, dass das Hörspiel gut wird, deswegen will ich mich nicht zu sehr hetzen. Was ich jetzt als Kommentar auch bekommen habe, die Frage, bei meinem derzeitigen Hörspiel Never Alone, wo ist da das, was zuletzt geschah, hin? Ganz einfach, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, inwiefern ihr das überhaupt mochtet in der Walross Edition 4. In Never Alone werde ich es auf jeden Fall nicht nutzen. Ob ich es in der Walross Edition 5 verwende, das weiß ich noch nicht. Die Sache ist die, das kann ich schon mal revealen. Die Walross Edition 5, habe ich ja bereits erwähnt, wird mit Latias und Hydropi zwei wichtige Hauptcharaktere haben. Und die beiden werden auch getrennte Storystränge so ziemlich haben. Die Kapitel sind dann auch aufgeteilt. Das erste Kapitel ist noch mit beiden, dann trennen sich die Stränge. Kapitel 2 ist von Hydropi, 3 Latias, 4 Hydropi und so weiter. Auch wenn keine ganze Regelmäßigkeit bestehen bleiben konnte, weil ein Storystrang ein gutes Stück länger war letztendlich. Was ich vermutlich machen werde, ist, ich werde ein Was zuletzt geschah einfügen, aber erst ab Folge 4 und immer was in der letzten Folge des jeweiligen Charakters kam, erzählen. Ich denke, das ist nochmal etwas sinnvoller, weil dazwischen war dann ja auch nochmal eine andere Folge. Da vergisst man dann wahrscheinlich schon ein bisschen, was geschehen ist. Allgemein noch ein, zwei Informationen. Ich will euch jetzt einfach ein bisschen was über die Walross-Edition... Und ich soll vielleicht langsam die Krone wieder absetzen. Über die Walross-Edition 5 erzählen. Die Länge des Projekts kann ich noch nicht einschätzen. Es wird wahrscheinlich kürzer als Walross-Edition 4. Das ist aber auch kein Geheimnis. Und wirklich der größte Fokus, der vor allem mir sehr wichtig auch ist, dass er viel vorkommt. Das, was am meisten genutzt wird in der Walross-Edition 5, wird auf jeden Fall Charakterentwicklung. Es wird irgendwie 7 oder 8 Charaktere geben, die wirklich im Verlauf der Geschichte eine ziemliche Entwicklung ihrer Mentalität durchmachen werden. Durch verschiedenste Gründe. Natürlich, was genau ist, kann ich euch jetzt noch nicht erzählen. Und ihr werdet es herausfinden, sobald das Hörspiel beginnt. Im Moment hoffe ich, dass ihr euch Never Alone anhört, was meiner Meinung nach letztendlich auch ein ziemlich gelungenes Projekt geworden ist. Und ich hoffe, dass die Walross Edition 5 es auch wird. Glaubt mir, auch wenn Never Alone jetzt vielleicht am Anfang noch ein bisschen langweilig wirkt. Es ist relativ kurz und hat dafür sehr viel Plot auf wenig Raum. Ab Kapitel, ich würde sagen spätestens Kapitel 5 ist nur noch Action. Also, ich weiß nicht, was ich jetzt noch groß sagen soll. Ich hatte allgemein überhaupt kein Skript für dieses Video. Ich wollte einfach mein Face zeigen und vielleicht ein bisschen über ein bisschen was reden. Also, ihr kennt jetzt Günther aus der Dönerbude. Es werden auch Videos kommen, in denen ich mich zeige. Vielleicht neue Sketches oder sowas, was eben viel einfacher umsetzbar ist, dadurch, dass ihr hier jetzt diese Fresse kennt. Es ist halt einfach für mich auch wirklich was Besonderes, dass ich mich jetzt hier auf YouTube auch nicht mehr hinter dieser Maske verstecke. Ich glaube, viele von euch können nachvollziehen, dass ich das bisher gemacht habe, aber ich fand einfach, dass es Zeit ist, das an dieser Stelle zu beenden. Also, ich hoffe, wir werden noch einige Jahre zusammen hier auf YouTube verbringen. Ihr, die Community und ich, es wird noch Großes kommen. Auch für nach der Walross Edition habe ich schon viele Ideen für neue, interessante Hörspiele. Seid gespannt, was alles kommen wird. Wir sehen uns in anderen Videos hoffentlich wieder. Bis dann und ciao. Lasst natürlich auch gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Wusstet ihr, dass 77% der Zuschauer meines Kanals nicht abonnieren? Okay, ich erspare euch die Scheiße jetzt. Habe ich den aus... Oh je, ich habe ihn sogar getroffen. Tschüss.